Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Die Sims 3. Und wir sind natürlich wieder hier mit unseren Mädels. Ich bin mal gespannt, was sie heute für uns auf Lager haben. Sie muss ja noch trainieren, deswegen würde ich sie, glaube ich, jetzt einfach mal ins Fitnessstudio schicken. Sie würde gerne einen neuen Computer kaufen. Also ich meine, theoretisch haben wir das Geld dazu schon, ne? Aber wozu? Dann schreib mal dein Buch weiter. Und die kleine Maus freundet sich ganz toll mit dem imaginären Freund an. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob es dann hier funktionieren wird. Ich habe letztens auf Twitter erfahren, dass es ja dieses hier gibt, dieses weit entfernte Freundin, und dass die dann nicht mehr so rumheulen alle 2 Sekunden, dass die keine Freunde mehr sein wollen. Deswegen kaufen wir das jetzt für beide, weil die haben auch genug Punkte. Jetzt müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Ach, bist du süß. So, und sie hat 4 von 4 Stunden trainiert. Dann kann sie auch nicht nach Hause kommen. Sie würde gerne ihren Star-Level erhöhen. Ich habe da jetzt nicht so Schmacht drauf unbedingt. Wenn es aus Versehen passiert, okay, aber vielleicht freundet sie sich dann ja mal mit irgendeinem Bandmitglied an, eventuell. Weil das sollen wir ja. Süß, wir haben noch ein Hochzeitsgeschenk bekommen. Aber warum? Der kann aber auch nichts, das ist einfach nur Deko. Alles klar, der kommt dann einfach hier hin. 79? Wow. Kinder können mit den, also Kleinkinder können mit den Hunden gar nichts machen. Okay, telefonieren finden die auf jeden Fall gut. Wichtig. Wenn sie dann irgendwann mal wieder auf Arbeit ist, können wir ja vielleicht auch einstellen, dass sie sich mit denen anfreundet, weil ich glaube, das müsste eine Option sein. Okay, also so richtig Freunde sind sie nicht geworden. Naja, obviously, es ist nur ein Telefongespräch gewesen. Aber es ist ein kleines Stück. Level 7 im Schreiben, siehst du, krass. Aber alle sind gerade sehr zufrieden. And we love it. Ich hasse es, dass zurzeit nur Gewitter ist. Aber die kleine Maus muss unbedingt auch ins Bett. Vielleicht quatscht ihr mal miteinander. Für sehr verwirrerisch, aha. Ist nichts passiert. Ja, knuddelt ihr einfach noch mal ein bisschen. Ist ja vielleicht ganz süß. Wie süß seid ihr? Dann würde ich sagen, gehen wir auch mal schlafen. Ewig treu. I cannot. Dass wir immer so nachts angerufen werden, ne? Ich finde das ganz schlimm. Tanze 3 Stunden in der Diskothek. Okay. Ist das nicht der Einbruchssound? Aber ich sehe niemanden. Er ist gerade mit dem Taxi gekommen. Wir haben nicht zufällig eine Alarmanlage. Ich glaube nicht. Polizei anrufen vielleicht? Ich meine ja nur. Was willst du klauen hier? Hallo, mein Klo? Asozial. Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen schneller anrufst? Der Dieb ist gleich weg. Toll. Mit dem Taxi auch noch. I cannot. Fährt die Dieb jetzt hinterher? Geiles Outfit aber. Ja, ich glaube, das hat nicht so gut funktioniert. Zeit für ein neues Klo, oder? Und im selben Moment könnten wir vielleicht auch eine Alarmanlage kaufen. Weil das Geld dafür haben wir. Kostet ja nur 800. Geht ja. Kann sie bitte nach Hause kommen? Nee, hör jetzt auf. Komm einfach nach Hause. Und sie ist um 3 Uhr nachts schon wach. Ich verstehe das ja alles nicht. Warum ist sie immer alles weird? Oh, die kleine Maus ist auch schon wach. Klar, ich habe um 4 Uhr nachts auch nichts Besseres zu tun, als aufzustehen. Vermutlich hätte ich die Polizei schon rufen sollen, als der Sound schon kam. Sophia ist krank. Was, wenn die beiden einfach nochmal versuchen, ein Baby zu machen? Weil sie hat ja in 2 Tagen Geburtstag. Das heißt, bis dahin müsste das ja dann frei sein. Sie sitzt einfach im Töpfchen. Das ist sehr schön. Und wird das was mit euch? Noch nicht so richtig. Dann mache ich es auf die gute alte Art und Weise, indem ihr euch dann jetzt gleich hier einfach entspannt. So, dann knuddelt ihr, küsst ihr euch, dann schmust ihr rum und dann wird hier ein Baby gemacht. Ob ihr wollt oder nicht. Nein, aber sie wünscht es sich ja auch noch, ein Baby zu bekommen. So, und jetzt habt Spaß an der Backen. Der Babysound. Ist diesmal wieder Riley schwanger? Es bleibt spannend. So. Du kannst jetzt was essen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass man hier nicht zwingend eine Badewanne braucht, sondern die Kinder einfach die Windel wechseln kann und dann ist alles fit. Es ist schon sehr viel einfacher. Spezi ist zu einem ganz besonderen Spielzeug für Ava geworden. Warum heißt das Spielzeug Spezi? Aber ich finde es auch ein bisschen geil. Yay, 661 Tantiemen, das ist doch echt schon ganz gut. Hunde können aber mit Kleinkindern interagieren, ein bisschen zumindest, beschnüffeln und folgen können. Das Buch dauert echt lange zum Schreiben. Aber die müssen ja bald wieder arbeiten. Was ist denn da los? Gibt's ja gar nicht hier. Warum ist der Akku denn jetzt schon wieder fast leer? Ich nehme erst 30 Minuten auf. Ein Paparazzi ist da. Sie möchte mit ihrer Tochter ein bisschen spazieren gehen. Dann könnt ihr mal in diesen Park hier einfach gehen. Ich hoffe, sie nimmt jetzt auch den Kinderwagen. Nee. Alles klar. Gut, dann geht halt von dort aus zurück. Dacht ihr, macht jetzt hier was Schönes. Sophia ist übel. Oh. Und oh mein Gott, seid ihr süß. Ich liebe auch ihre Outdoor-Kleidung. Oh, Cutie. Süß, sie freut sich, weil sie spazieren gegangen sind. Ja, was, wenn ihr zurückgeht?
Die kann sie ja Romy mitnehmen, die ist anscheinend auch unterwegs. Aber ich find's süß, wenn dann jeder mal ein Kind ausgetragen hat. Hi, Girl! I cannot believe this. Es ist so schön, ne? Nee, jetzt geht sie einfach. Ich freue mich trotzdem. Ja, sie muss kotzen. Davon brauche ich dann aber leider auch ein Foto. Toll! Super, machst du das? Sie so, erstmal gamen. So, und dann kann sie ja diese Disco besuchen, weil sie da ja dancen soll. Mutti regelt das zu Hause schon. Indem sie das Kind schlafen legt und sich selbst auch. Junge, dieses Outfit ist aber so süß, ne? Ich habe sie schon echt ganz cool designt. Ich weiß zwar nicht, wieso sie so ein Kawaii-Girl geworden ist, aber Dinge passieren. Gott! Das denn hier für die Lounge? Sag mal. Das ist ja wild. Ich hätte nicht gedacht, dass es draußen ist. Sogar so eine Poolbar. Geil, ey. Ach, hier ist noch ein Whirlpool. Okay, und wo soll ich dansen? Ja, hier steht, dass es öde ist und so, aber sie soll ja hier dansen. Jetzt ist sie schon wieder schlecht. Sie denkt sich auch nur so, was ist mit ihr? Warum danst die hier? Es ist keiner da. Aber ein nices Outfit. Jetzt übergibt sie sich hier noch in der Öffentlichkeit. Toll. Aber sie ist jetzt auch zu müde. Aber sie hat ungefähr die Hälfte schon geschafft. Hat ja keiner gesagt, dass es am gleichen Tag sein muss. Hallo, kann man hier nicht mal in Ruhe auf Klo gehen? Es wird Zeit, schlafen zu gehen. Junge, Alter, warum stehen die so nachts einfach auf? Aber meinetwegen. Riley braucht eine Theke, um Folgendes zuzubereiten. Und was ist das? Okay, wenn ich jetzt zweite kaufe, geht's auf einmal. Hä? Kannst ja so sweet sein. Und Pfannkuchen für deine Family servieren. Ich meine, wenn man schon so wach ist um 4 Uhr. Oh. Vielleicht sollte sie erstmal ihre Tochter rauslassen. Aber den schaffen wir nicht mehr, den Geburtstag. Weil der ist erst morgen. Das wird nichts. Aber das ist auch okay so. Letztendlich reicht das ja dann aus. Dann hat sie auf jeden Fall aber auch ein Part, in dem es hauptsächlich um sie geht, wenn sie dann Geburtstag hat. Auch wenn dann vermutlich auch das Kind geboren wird. Mein Akku ist leer. Okay, sie muss aber erst morgen wieder arbeiten. Das heißt, heute könnten nochmal Mülltonnen durchwühlt werden. Wie wäre es mit unseren Nachbarn? I cannot. Kann man so süß sein. Ein Roteisenstein. Ja, hör mal. Aber die scheinen mich diesmal nicht zu erwischen. Das ist sehr gut. Da hat sich drin was bewegt, aber ich glaube, die kommen nicht raus. Okay, jetzt rennen. Dean White, oh. Aber er hat es nicht so direkt bemerkt. Und diesen Stein verkaufen wir auch mal. Oh, Dahlia White findet uns eh schon kacke, deswegen können wir auch eine Story über sie schreiben. Die Leute, die hier wohnen, sind aus dem Haus gegangen, während du unterwegs warst. Ist das irgendwie ein Problem? Oh, ja! Okay, zeig mir deine Prego-Transformation. Oh Gott. Das Armband. Da muss sie ja schon wieder nicht arbeiten. Oh mein Gott. Es ist alles wild. Hier, mit ihrer Kollegin hat sie doch die ganze Zeit geredet. Dann kann sie die ja mal anrufen und sagen, yo, ich komme jetzt schon länger nicht mehr. Ich habe mir meine Hand ein Telefon gezeigt, aber das seht ihr nicht. Oh mein Gott, die sind verlobt. Ich wollte nur ganz kurz in den Stammbaum gucken und dann passiert sowas. Aber diese Kleidung, das könnte eigentlich auch fast was sein, was Sophia auch so tragen würde. Nur vielleicht nicht in grün. Trotz des guten Schreibstils und der genauen Recherche hat Dahlia White der Artikel von Riley alles andere als gefallen. Das dachte ich mir schon. Aber Riley muss ab morgen wieder arbeiten. Das ist crazy, weil das kennen wir ja gar nicht mehr. Und Sophia ist halt noch länger zu Hause. Ey, gefühlt waren die noch nie arbeiten in ihrem Leben. Was auch eine Lüge ist, aber so, ist schon ewig her. Sie wünscht sich ein Mädchen. Es wäre schon süß, wenn das so ein kompletter Mädchenhaushalt wäre, ne? Aber ich hätte kein Problem damit, wenn es auch ein Junge werden würde. Oh, sie heiraten sogar jetzt. Hör mal, finde ich ein bisschen wild. Aber gönnen ihr natürlich all ihr Glück. Oh, und er ist direkt eingezogen. Und sie möchte ein Schwangerschaftsbuch lesen. War ja letztes Mal schon geplant, aber da war das ja dann nicht mehr rechtzeitig möglich. Deswegen kann sie das ja jetzt gleich mal lesen. Das Buch, an dem sie schreibt, dauert echt lange. Und ich würde sagen, sie tanzt jetzt nochmal. Oh, es ist schon wieder Vollmond. Oh, supi. Hat geklappt. Dann komm nach Hause. So, fast alle sind am Schlafen. Entschuldigung. Was machen Sie hier? Trainiere für 4 Stunden. Okay, was ist denn hier los? Oh, bald ist Gruseltag. So, und da gerade nur diese kleine Maus wach ist und der nächste Part mit ihrem Geburtstag beginnen wird, beenden wir diesen Part jetzt noch mit ihr als Kleinkind. Ich bin stolz aufs Spiel, es ist heute nicht abgestürzt. Demnach hat es auch viel mehr Spaß gemacht, weil wenn es halt ständig abstürzt, ist es halt einfach nicht so witzig. Aber so können wir gerne weitermachen. Gut, wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!